darf Sie und euch, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, am heutigen Morgen recht herzlich begrüßen. Das ist nicht die übliche Ausstattung des Plenarsaals, aber für heute freuen wir uns, dass wir hier einen grünen Raum für die Debatte haben. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserem Kongress zur starken Städten der Zukunft, starke grüne Städte der Zukunft. Wir haben uns vorgenommen, ein wichtiges Thema miteinander zu diskutieren, heute in ganz unterschiedlichen Facetten. Wir haben auch sehr unterschiedliche Workshops heute, die, glaube ich, die Breite dessen, was in den Kommunen Nordrhein-Westfalens diskutiert wird, abbilden. Über 80% der Menschen sollen, so sind die Schätzungen, 2050 in Städten wohnen. Es gibt also einen ungebrochenen Trend zur Verstädterung, zur Urbanisierung. Übrigens gilt das auch für Nordrhein-Westfalen, das merkt man insbesondere am Rhein hier. Die Stadt wächst, die Städte wachsen, die Menschen ziehen in die Städte. Und von daher ist es ausgesprochen richtig zu fragen, was ist das für eine Entwicklung, wie können wir sie mitsteuern, wie können wir grüne Städte der Zukunft machen und wie können wir dafür sorgen, dass gerade in Zeiten des Klimawandels Städte sich anpassen an diesen Prozess. Das Fraunhofer-Projekt, das Fraunhofer-Institut hat ein Projekt aufgelegt mit dem Titel Morgenstadt, nicht Stadt der Zukunft, sondern Morgenstadt. Da geht es um CO2-neutrale und klimaangepasste Städte. Es geht um die Stadt als Ort der Energieerzeugung, eine Perspektive, die bislang noch nicht da war. Es geht um den Wandel von der Autostadt zur Menschenstadt und von der Mitbestimmung zur Gemeinschaft. Ich finde ein sehr spannendes Projekt, das man sicherlich auch in der politischen Debatte begleiten muss, weil da sehr viele Fragen aufgerufen sind, die wir auch in Nordrhein-Westfalen für die Städte haben. Aber Urbanisierung ist nicht nur Chance und das muss man gerade für Nordrhein-Westfalen auch sagen, Urbanisierung ist auch Risiko. Wir erleben in den Regionen Nordrhein-Westfalens Schrumpfung, Immobilienpreise verfallen, Infrastruktur kann nicht mehr aufrechterhalten werden und auch das ist eine Entwicklung, der wir uns gemeinsam als Landespolitik, als Kommunalpolitik stellen müssen und fragen müssen, was heißt das eigentlich für Lebensqualität, Zukunft, für Fachkräftesicherung, wo sind die Modelle und die Antworten, die wir gemeinsam geben. Das sind Fragen, die wir heute in unterschiedlichen Facetten und Themenworkshops miteinander diskutieren können. Ich freue mich, dass wir so viele Anmeldungen haben, dass Sie und ihr so zahlreich gekommen seid. Beweist auch, dass das ein Thema ist, das in der Breite Nordrhein-Westfalens ankommt. Und ich freue mich besonders, dass wir auch hochrangige Gäste haben heute. Simone Peter, unsere Bundesvorsitzende, herzlich willkommen im Landtag Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, Simone, das ist dein erster offizieller Termin im Landtag Nordrhein-Westfalen. Insofern freuen wir uns ganz besonders auch, dich heute hier zu haben. Dann Burkhard Drescher. Burkhard Drescher ist vielen bekannt, auch noch als Oberbürgermeister von Oberhausen. Aber jetzt ist er hier für Innovation City, Geschäftsführer von Innovation City, einem Zukunftsprojekt in Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen, Burkhard Drescher. Und dann, das ist natürlich unser ständiger Gast hier, freue ich mich, dass Rainer Bricken da ist, unser Fraktionsvorsitzender. Von allen dreien werden wir gleich Impulsvorträge hören, Einführung hören ins Thema des heutigen Tages und freuen uns, dass wir das dann nachher dann auch in den Workshops nochmal miteinander diskutieren können, in Einzelfragen und dann heute Nachmittag am Ende des Tages auch zusammenbinden können in der Podiumsdiskussion, für die wir ebenfalls mit Jörg Frank, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Rat der Stadt Köln, mit Wolfgang Pieper, Bürgermeister von Telgte und Martin Tönnes, dem Planungsdezernenten des Ruhrgebietes, interessante Gäste gewinnen konnten. Leider musste Gisela Nacken absagen, die ist nicht nur Planungsdezernentin in Aachen, sondern auch Oberbürgermeisterkandidatin in Aachen und hatte jetzt einen dringenden Termin heute. So, dies von meiner Seite, organisatorische Hinweise will ich im Detail jetzt gar nicht mehr geben. Sie finden auf Ihrem Tisch so ein Blatt und das hilft Ihnen, sich im nicht ganz unkomplizierten Landtag Nordrhein-Westfalen auch räumlich zurechtzufinden. Da finden Sie nicht nur den Ablauf des heutigen Tages, sondern auch die Raumangaben für Ihre Workshops, die im Anschluss jetzt an unserer Einführungsphase hier stattfinden. In der Mittagspause, die wir pünktlich um 13:30 Uhr möglichst
beginnen sollten, können wir uns draußen treffen und nicht nur miteinander essen und auch etwas trinken, sondern vor allen Dingen, das war uns auch wichtig, Raum und Gelegenheit für Gespräche geben und für Vernetzung über die Kommunen, über die kommunalen Grenzen hinweg, auch über die Themen der Workshops hinweg. Und dann am Nachmittag haben wir die zweite Workshop-Reihe, haben wir die erste Workshop-Reihe und die zweite Workshop-Reihe, in der wir dann detailliert in Einzelthemen diskutieren können. Ich wünsche Ihnen, uns allen einen sehr interessanten Tag, viele spannende Diskussionen und will etwas tun, was man ja normalerweise immer am Ende macht. Aber damit es nicht untergeht, würde ich gern all denjenigen danken, die diese Tagung heute vorbereitet haben. Das war sehr viel Arbeit. Ich finde es wunderbar vorbereitet. Das kann man jetzt, glaube ich, auch schon sehen. Ich will es an vorderster Stelle auch bei Matthias Wittmann tun, der Mitarbeiter in meinem Büro ist und jetzt über Wochen in sehr intensiver Weise an diesem Workshop gearbeitet hat. Aber es sind auch ganz viele andere Mitarbeiterinnen aus Abgeordnetenbüros. Ihnen, Mitarbeiterinnen der Fraktion, Ihnen allen herzlichen Dank. So, damit würde ich gern das Wort übergeben an Rainer Bricken mit der Bitte um eine Einführung ins Thema heute.